Zeit mit mir seid. Ja. Ich bin heute Morgen ein bisschen durcheinander, muss ich zugeben. Ich bin nämlich, heute ist Samstag und es ist 10:30 irgendwie gerade gewesen. Und ich habe es gewagt, oh ja, heute zur IKEA zu fahren. Oh, entschuldigt bitte, stopp, piep! Das schwedische Möbelhaus mit den gelben Buchstaben wollte ich natürlich sagen. Ja, Schleichwerbung, tut mir leid, war keine Absicht. So, ist mir so rausgerutscht. Auf jeden Fall war ich dort. Ich bin ja im Moment dabei, meinen neuen Arbeitsplatz fertig zu machen. Ich hatte euch ja in einer meiner letzten Videos berichtet, dass das jetzt im Moment meine Hauptpriorität ist, neben dem Dreaden meinen neuen Arbeitsplatz fertig zu basteln. Da ist auch einiges zu tun, aber es wurde auch schon einiges getan mit der Hilfe von Bekannten und natürlich meinem Liebsten, wie immer. Und ja, ich wollte euch heute einfach mal mitnehmen und zeigen, was ich schon geschafft habe. Ich bin beim Autofahren, deswegen, ne, ich gucke euch nicht an, was schon geschafft wurde, was ich noch vorhabe. Und wie gesagt, bei IKEA wollte ich heute Stoff besorgen, habe ich auch getan. Es war ein Traum, bei IKEA gab es schreiende Kinder, genervte Eltern und dazwischen mich. Ja, ich war dann schnell an der Expresskasse mit meinem Stoff und war dann auch direkt wieder an meinem Auto. Frohen Mutes. Ja, und der Stoff sollte mich dazu dienen, dass ich da im Vorzelt beim Wohnwagen meine Decke so ein bisschen abhänge, weil die nämlich ganz furchtbar trist ist. Und gut, ich habe jetzt auch ein tristes Tuch besorgt in Beige, damit es nicht so zu eng und überhaupt so aussieht. Aber es wird so ein bisschen so und dann schauen wir mal. Ja, ihr könnt es euch jetzt vielleicht nicht vorstellen, aber es wird wunderbar werden, ich weiß es. Gut, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede beim Autofahren, werde ich jetzt dieses Ganze hier beenden und wir sehen uns gleich bei meinem Wohnwagen wieder. Ich freue mich, dass ihr bei mir bleibt. So, da bin ich angekommen. Jetzt stehe ich hier gerade in meinem Vorzelt. Ich zeige euch gerade mal so ein bisschen hinter mir, seht ihr es? Da ist mein Arm. Um diese Decke geht es. Ihr seht ja, dass da diese Stangen sind vom Vorzelt. Und das finde ich nicht so schön. Das wollte ich so ein bisschen kaschieren. Und deshalb kommt da der Deckenbehang mit diesem beigen Tuch hin. Das ist übrigens dieses hier. Dieses. Ja, und ihr seht ja auch hinter mir, die Wände sind jetzt alle schön weiß. Eigentlich ist es so ein Peach-Ton. Die Tür war auch... da ist die Tür. Die Tür war auch dunkelbraun. Die habe ich dann auch direkt mitgestrichen, angeschliffen, mitgestrichen und so weiter. Und hier seht ihr halt, das hier wird der Arbeitsbereich von uns, wenn ihr, also von mir und euch, wenn ihr zu mir kommt, um euch Dreads machen oder pflegen zu lassen. Ja, und es ist halt noch ein bisschen Arbeit. Es ist noch nichts dekoriert. Es ist einfach nur traurig. Aber es wird. Und ich habe hier auch schon einen kleinen Buddha. Guck mal da, da. Den hat meine Mutter mir mitgebracht aus Holland. Schaut mal, wie schön. Der glitzert nämlich sogar. Und hier kann man so Teelichter reinstellen. Und da das ja immer so ein bisschen gefährlich ist mit Kerzen. Ja, gerade war der Speicher von meinem Handy voll. Jetzt nochmal. Auf jeden Fall war da gerade, war ich gerade dabei zu erzählen, dass man hier dann so kleine LED-Kerzen reintut. Und dann ist alles schön. Ja, ihr seht auch gerade, die Kamera wird etwas schlechter draußen. Mir wird es etwas dunkler. Ich fange jetzt einfach mal an. Und ja, wenn es gleich ein bisschen heller wieder ist, zeige ich euch auch noch wieder gleich. Ah, so. Also ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen außer Atem. Es ist auch immer noch nicht wirklich viel heller geworden hier. Das Wetter ist heute echt scheiße. Ich habe jetzt im Vorzelt gerade schon angefangen, da die Decke abzuhängen mit dem Tuch. Ich zeige es euch gerade mal. Hier seht ihr es. Ich habe es jetzt so ein bisschen in Falten gelegt. Die Lampe kommt übrigens weg. Und ich glaube, ich finde das ganz gut. Da hinten habe ich mal so einen kleinen... Ja, so eine Lampe schon mal hingehängt, nur einfach um zu gucken. Also das ist jetzt nicht mein Endergebnis. Ihr seht es auch gar nicht richtig. So, da so ein schöner Lampion. Und ja, also wie ihr seht, da geht es in den Raum rein. Ich bin mit dem Faltenwurf noch nicht so ganz zufrieden. Das werde ich noch definitiv irgendwie ein bisschen verändern. Da muss ich aber noch mal gucken.
Jetzt bin ich gerade dabei, hier im Wohnwagen, ihr seht es hier, da habe ich pink gestrichen und gelb gestrichen, also immer so abwechselnd, da seht ihr es auch nochmal, immer so ein bisschen abwechselnd die Wände. Ja, und jetzt bin ich gerade dabei, ich gucke immer aufs Display, es tut mir leid, die hässlichen, vorher hässlichen Polster schön zu machen. Schicki, schicki. Ich finde, sieht total schön aus, jetzt auch gerade mal so auf der Kamera. Ich habe nämlich einfach jetzt das so gemacht, dass ich hier oben habe ich es am Wohnwagen an der Wand festgetackert. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das denke. Habe den Stoff so passend zugeschnitten, dass das hier auch die einzelnen Polster, dass das passt. Und hier ist jetzt ja die Holzwand hinter und wie in meinem alten Arbeitsplatz, der ja immer noch aktiv ist, bis dieser hier fertig ist, kommen hier überall ganz viele Kissen hin, sodass man trotzdem noch eine Sitzfläche hat, aber halt die schönen bunten Kissen. Und ich muss sagen, ich finde das ziemlich geil mit dem gestreift Rot, Lila, Gelb und dazu die pink-gelben Wände. Ja, es gefällt mir. Finde ich sehr schön. Ja, und das ist gerade so das, was ich jetzt hier mache. Ich gestatte euch jetzt mal einen ganz kurzen Blick in den Wohnwagen. Es sieht grauenvoll aus, noch überhaupt nicht Chapati-like. Schaut es euch an. Wow, es ist noch alles total im Rohbau. Und Baustellenphase, aber nach und nach wird das. Und ich guck mal. Also ich hoffe, ich will nichts versprechen, aber ich hoffe und versuche, dass ich es zu Ende Dezember fertig bekomme, sodass ich im Januar ganz entspannt hier im neuen Plätzchen mit euch starten kann. Und es ist noch einiges zu tun. Und deswegen werde ich jetzt hier fertig machen und mich gleich nochmal ganz kurz bei euch melden. Ja, ich bin für heute fertig, muss ich sagen. Mir tut gerade ein bisschen alles weh. Ich habe jetzt hier diese Ecke schon mal fertig gemacht. Die ist natürlich noch nicht ganz fertig, weil hier noch die ganzen Kissen fehlen. Und ich habe es jetzt nur mal für euch einfach mal so ein bisschen irgendwie schön hingestellt. Und ich freue mich so, dass das so ist, wie es jetzt gerade schon mal ist, wieder ein bisschen was geschafft. Und ich zeige euch jetzt gleich auch noch mal schnell, wie es von vorne aussieht. Ja, hier seht ihr es, das Licht ist so ein bisschen rötlich. Huch, jetzt laufe ich hier gerade schon gegen mein Hütchen. Das Licht habe ich so ein bisschen rötlich gemacht, weil ich finde das einfach sehr schön mit diesem Rot-Orange dann. Und dazu die Polster und ja, dieses mit der Tischdecke, das habe ich jetzt für euch gerade mal einfach hingelegt. Da weiß ich noch nicht, ob ich das so lasse. Mal schauen, es ist vielleicht auch ein bisschen viel Rot. Und hier natürlich mit Hilfe von Scheherazade. Ja, der Eckart hat mir wieder ganz viele Sachen gegeben. Hier alles, was ihr eigentlich seht, was ich hier verarbeite, ist alles von Eckart aus Scheherazade. Hier auch, da habe ich jetzt diese kleinen Tücher genommen als Gardinen mit dem Buddha drauf. Die sind lila. Das sieht man jetzt gerade nicht so gut, weil es, wie gesagt, es ist sehr dunkel draußen. Da ist es auch nochmal schön zu sehen. Und da habe ich das dann einfach so, ja gut, das sind halt so Sachen. Der Wohnwagen ist auch wieder etwas älter. Da kommen aber Kissen vor, dann sieht man das nicht mehr. Ich bin da ja nicht so. So, und dann haben wir hier nochmal wieder dieses schöne Tuch als Gardine. Ja, und hier der Lampion. Finde ich auch ziemlich schön. Das Kabel muss ich noch ein bisschen schöner verlegen. Ja, und wie gesagt, die ganzen Kissen fehlen halt noch. Und das ist es jetzt erstmal soweit. So, ihr Süßen, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt gar. Ich fahre jetzt nach Hause zu Pimo aufs Sofa und freue mich auf ihn. Und wir machen es uns jetzt gleich einfach gemütlich. Natürlich ist das hier alles noch nicht fertig. Ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich im Moment nicht allzu viele Videos hochladen werde, weil ich einfach sehr beschäftigt bin mit Reds machen und hier mit meiner Baustelle. Aber ich danke euch, dass ihr mein Video geschaut habt. In diesem Sinne werde ich euch weiter auf dem Laufenden halten. Und ich habe euch lieb. Ich freue mich, wenn ihr meine Videos schaut. Macht euch einen schönen Abend, Nacht, Nachmittag oder je nachdem, wann ihr mein Video schaut. Alles, alles Liebe. Eure Chapati. Ade.